InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Einmal mehr wird Peuerbach seinem Ruf, der beste Silvesterlauf Europas zu sein, am 31.12.2011 gerecht. Was heißt gerecht? Bei dieser 31. Auflage purzeln die Rekorde. So bedeuten etwa die 780 Teilnehmer Starterrekord. Wir haben heuer ungefähr 350 Kinder am Start. Wir haben um 150 Starter mehr wie im Vorjahr. Das Wetter passt, es läuft eigentlich perfekt. Schon bei den Kinderläufen lassen die vielen Eltern und Freunde entlang der Strecke erahnen, was bei den Hauptläufen los sein wird. Rekordverdächtige 12.000 sind es dann, die den Stars auf ihre Füße schauen. Und es sind Top-Beine, die am Silvestertag in der Hausruckstadt ihre Runden drehen. Wir haben heuer bei den Damen ein immens gutes Starterfeld. Die Vorjahrssiegerin aus Äthiopien, aber dazu kommt natürlich Irena Miketenko aus Deutschland. Sie ist eine Weltklasse-Athletin. Na, bei den Männern haben wir zwei junge Kenianer hier mit Leonard Komon, den Weltrekordhalter im Streckenlauf. Wir haben aus Äthiopien zwei gute Athleten hier und wir haben die besten Österreicher und Deutschen am Start. Der Hubert Lang macht das zum 31. Mal mit seinem Team, hat wieder die Weltklasse des Laufsports nach Oberösterreich gebracht. Und da kann man heute nur gratulieren und Danke sagen allen, die mitgewirkt und mitgearbeitet haben. Ich bin jetzt schon das 7. oder 8. Mal da und ich freue mich jedes Mal, wenn man es nicht schneibt. Weil sonst müssten die Afrikaner wieder heimfahren. Und das sind da, weil wir gerade die letzten zwei Jahre schon die Stärken. Mitverantwortlich für den Auftritt des Who is Who der Laufszene im Peuerpark ist ein alter Bekannter. Ich habe jetzt das Athletenmanagement für die Veranstaltung übernommen. Das heißt, ich habe die Elitefelder der Männer und Frauen zusammengestellt und bin jetzt natürlich sehr gespannt, was der heutige Tag nachher bei den Eliteläufen dann für Ergebnisse bringt. Natürlich gilt auch für diese hochkarätige Sportveranstaltung. Ohne Geld kann Musi. Aber dafür hat man ja Freunde und Gönner. Es ist uns einfach wichtig, dass wir auch in der Region Hausruck Nord ein so Top-Sportereignis zustande bringen kann und dazu bedarf ich natürlich auch Sponsorbeiträge. Es ist eine gute oberösterreichische Tradition und ein Sensationsteilnehmerfeld und da ist die Keine-Sorgen-Versicherung dabei, weil der Silvesterlauf, das Keine-Sorgen, ist ein gutes Motto auch für das kommende Jahr. Wir versuchen in allen Bereichen an sich mit exklusiv und etwas mehr Qualität zu punkten. Das ist auch im kulturellen Bereich, also als Kulturhauptstadt zwischen Linz und Passau wollen wir uns qualifizieren und auch hier im Sport, dass wir sagen, mit Top-Qualität die Leute anzuziehen und es scheint wirklich aufzugehen. Top, auch das Riesenteam der Ehrenamtlichen, die sich um den reibungslosen Ablauf kümmern. Wie zum Beispiel um die Verpflegung der Athleten. Für die Kinder haben wir Haribo und Schaumrollen und für dann gute 200 Liter Tee, Mineralwasser und zwischen 70 und 80 Kilo Obst haben wir vorbereitet für die Athleten, also sind bestens versorgt. Die ersten, die sich laben dürfen, sind die Kinder. Dann folgen die Staffelläufer. Mittendrin unter den 33 Teams auch die Missen und das Meisterteam, das von den drei Söhnen der LASK-Legende Karl Meister gebildet wird. Anschließend wird es das erste Mal so richtig ernst. Die Volksläufer begeben sich auf die 6,8 Kilometer lange Peuerbacher Distanz. Auch bei den sogenannten Hobbyläufern ist das Starterfeld sehr international. Nach 8 Runden läuft ein junger Mann aus Rumänien als erster über die Ziellinie. My name is Alenka Andrei and I'm from Romania. Die Zeit des Siegers lautet 21,43. So viel zu Sachen Hobbyläufer. Nur 3 Sekunden später quert ein Mann aus Bayern den Zielstrich. Ich bin ja schon vor Jahren schon in Natternbach gelaufen und wie sich die Veranstaltung entwickelt hat, das ist echt der Wahnsinn. Also es ist gigantisch. Der Durchlauf, oder? Gänsehaut-Feeling, absolut. Die schnellste Volkslaufdame heißt Lea Meyer und läuft für den VfL Löningen. Womit wir beim Lauf der Asse Frauen gelandet sind. Das Starterfeld wie gewohnt extrem stark. Trotzdem lastet die Favoritenrolle doch etwas auf der Siegerin von 2009 und 2010.
Die junge Dame mit dem klingenden Namen Asmera Worgbekele Worgheba aus Äthiopien wird letztendlich ihrer Rolle gerecht. Sie siegt nach den 5,1 Kilometern mit 16,24 hauchdünn vor ihrer Landsmännin Alem Kifle, der deutschen Irina Mikitenko und Andrea Meyer aus Österreich. Warum ihr dritter Sieg in Folge so knapp ausfällt, erklärt sie uns im Interview. Sie ist nicht ganz gesund in dieses Rennen gegangen. Very sick stomach, I am happy, number one today. Letzte 400 Meter, nicht so schnell bin wie die jüngeren Damen, die sich spezialisieren über diese Strecke. Aber ich habe mich gefreut von Anfang an, auf Tempo gedrückt und das war ein schönes Rennen mit viel Stimmung. Also es ist jetzt keine Schande, man, das ist die Irina Mikitenko vorne, das ist absolute Weltklasse. Und da braucht man schon nicht schauen, wann man hier ins Ziel kommt. Vor dem Lauf der Asse unterhält dann noch Blackshitter Lukas Blöchl die jüngsten Lauffans. Für die Unterhaltung der Männerwelt sorgen die Sauwald-Garde-Girls. Viel Stimmung macht auch die Trommlertruppe der Landesmusikschule. Um 15.05 Uhr ist Peuerbach dann ein brodelnder Kessel. 12.000 sorgen dafür, dass der Startschuss im Jubel der Massen fast nicht zu hören ist. Und die Laufstars geizen nicht mit ihren Leistungen. Nach der Hälfte der 6.800 Meter ist der Rekord von Richard Limo aus dem Jahre 1999, der übrigens dann nur ein paar Monate später Weltmeister wurde, stark gefährdet. 12 Sekunden liegt das Spitzenquartett, angeführt vom Weltrekordmann aus Kenia, vor diesem Uraltrekord. Am Ende fehlen dem Weltrekordler knapp 5 Sekunden. 18,51 lautet seine Siegerzeit. Welch hohen Stellenwert dieser Sieg in Peuerbach für ihn hat, beweist sein Siegerinterview. I feel so hot, a lot of coldness that affect my speed. Lokalmatador Günther Weidlinger zeigt eine sehr starke Leistung. Mehr als Platz 5 und damit bester Europäer ist aber für den Mann, der 2012 in London den Olympischen Marathon bestreiten wird, nicht drinnen. Ich hätte mir zwar gewünscht, ein bisschen schneller zu sein, aber das haben wir in der ersten Runde schon verspielt. Wir waren viel zu schnell. Es war irre, das Tempo. Und von dem her war einfach nicht mehr drinnen zeitmäßig, aber platzmäßig muss ich zufrieden sein. Sensationell unterwegs ist ein ganz junger Österreicher, der sich ebenfalls schon für Olympia qualifiziert hat. Andreas Wojtyr wird sensationell Siebter. Ich habe die Ehre gehabt, jetzt zum ersten Mal da sein zu dürfen. Die anderen Jahre war ich immer weg zu Silvester. Ich habe mich für Peuerbach entschieden, weil ich das einfach von Videos, Bildern und von Berichten einfach gekannt habe, dass das eine super Atmosphäre ist. Und wie ich jetzt, also ich war jetzt zum ersten Mal da und das ist wirklich ganz einfach eine einzigartige Stimmung. Bei der abschließenden Siegerehrung sind sich alle einig. Mit dem 31. Silvesterlauf hat Peuerbach wieder einmal gewaltig vorgelegt. Peuerbach hat heuer richtig gebrodelt und es war auch ein super Rennen. Die Asse waren prima. Mehr kann man in Peuerbach nicht machen, wie es heuer gewesen ist. Aber wir steigen uns sicherlich für nächstes Jahr wieder. Somit geht in der Hausruck-Gemeinde ein oberösterreichisches Sportjahr zu Ende, vor dem man nur den Hut oder die Kappe ziehen kann. Wir haben begonnen mit der Generale im Bezirk Freistadt. Wir haben dann in der Folge im Februar das Weltcup-Rennen gehabt in Hinterstoder, haben dann tolle Events über den Frühling hinaus gehabt, im Sommer die Fastball-Weltmeisterschaft, im Oktober den Sommercup bzw. den Sommer-Grand Prix in Hinzenbach, heute hier in Peuerbach. Also ein tolles Sportjahr. Alle Achtung, alle Achtung. Wenn das so weitergeht, bewirbt sich ja vielleicht das Land ob der Enns noch für Olympia 2030 oder 32. Das Orga-Team der IGLA Longlife würde ganz sicher auch solche Aufgaben meistern. Wir gratulieren und wünschen Prosit 2012.